Sie wissen, diese berühmte Nacht in Berlin, als Herr Schabowski dann seine Erklärung abgab, wie auch immer, und die Leute praktisch die Grenze passierten, vollzog sich das Gleiche hier im ländlichen Raum bei uns. Es wurde zunächst einmal aufgemacht, der Grenzübergang zwischen Witzenhausen und Heiligenstadt, also B80 Hohengandern, auch für den Autoverkehr. Das war für uns schon eine Erleichterung für den Nordkreis, weil bis dato ging es ja nur über Herdeshausen. Der war sehr intensiv ausgebaut und wir haben uns gefreut, dass es eine Autoverbindung gab. Und dann gab es die Personenübergänge, zum Beispiel in meinem Nachbarort Wahlhausen am 16. November. Und in dieser Zeit begannen die Hauptamtlichen im DDR-Bereich unserer drei Nachbarkreise, wir hatten ja drei Nachbarbereiche, Heiligenstadt, Mühlhausen und Eisenach, mit uns Kontakt zu suchen. Und so kam es zwischen den beiden Hauptamtlichen des Kreises, dem Landrat und dem ersten Kreisbeigeordneten und mir als Ehrenamtlichen, ich war das ja nicht im Hauptberuf, sondern ehrenamtlich tätig, zu einem ersten Treffen mit den Repräsentanten des Kreises Mühlhausen. Und dort wurde uns angeboten, uns mit einem Visum zu versehen. Ich habe den Ausweis auch mit hier. Und ich bekam ein Visum ausgestellt, bin dann am nächsten Tag mit meinem Reisepass an den Grenzübergang Hohengandern gefahren und habe dort gefragt, gibt es irgendwie Einschränkungen für mich? Nein. Er fragte, wo sind Sie dienstlich unterwegs? Habe ich natürlich ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, wie ist das mit dem Grenzgebiet? 5 Kilometer Zone? Nein, nein, keinerlei Einschränkungen. Und so stand ich dann eine Dreiviertelstunde später in unserem Grenzdorf Lindewerra, direkt vis-à-vis gegenüber Bad Sudden-Allendorf gelegen, in der Werkstatt des Stockmachers Wolfgang Geier. Und der hat einen schönen Schreck gekriegt, dass plötzlich jemand aus Bad Sudden-Allendorf in das Grenzgebiet durfte. Und das habe ich natürlich dann den nächsten Tag genutzt. Und ich sage Ihnen, sein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, wenn ich von Göttingen kommend um den Ludwigstein gefahren bin, sah ich natürlich dann die gegenüberliegende Burg, den Hanstein, die Eichsfelder Burg auf Thüringer Seite. Und dort bin ich dann natürlich auch hingefahren und habe erst mal eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht, um mich zu orientieren. Obwohl ich die Landschaft, die Gegend kannte, ich wusste auch, was dort war. Es war ein unvergleichlicher Blick, den ich 40 Jahre vorher eben nicht hatte und der auch nicht möglich war. Müssen die Leute, Sie waren ja wahrscheinlich mit Ihrem Wagen unterwegs, Ja. aber das im Grenzgebiet, das muss man dazu sagen, das war ja ganz schwierig da für Westler überhaupt reinzukommen. Man konnte ja nicht einfach so besuchen. Sie waren ja wirklich ein Exot da. Müssen die Leute sich angeguckt haben wie ein Auto mit ihrem Auto? Sie waren zumindest überrascht. Dann habe ich damals einen relativ einfachen Golf gefahren, allerdings ein Synchro. Das war bei den Straßenverhältnissen auch ganz nötig, denke ich. Und ja, die haben schon geguckt, aber gefragt hat auch keiner. Das war zunächst mal eine unheimliche Zurückhaltung. Und als ich dann am Abend zurückkam und in Bad Sudden-Allendorf über meinen Besuch hier direkt an der Grenze in Wahlhausen berichtete, da sagten die meisten politisch Verantwortlichen aller Parteien, so ein Visum möchten wir auch haben. Und da ging das weiter. Dann habe ich die Reisepässe völlig naiv. Man war wirklich in dem Bereich völlig naiv. Habe ich die Reisepässe eingesammelt und ich wusste, ich musste zur Volkspolizei nach Heiligenstadt. Also am nächsten Tag nach Heiligenstadt. In der Fußgängerzone habe ich einen Menschen angesprochen und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich bin fremd hier. Wo geht es denn hier zur Volkspolizei? Der ist erstmal gleich 4 Schritte zurückgegangen. Habe ich gesagt, keine Sorge, ich komme aus Bad Sudden-Allendorf. Woher, hat er gesagt? Bad Sudden-Allendorf. Gut. Ja, sage ich, bin hier und ich wollte zur Volkspolizei wegen Visa-Angelegenheiten. Und dann sagte er, bis an die Ecke dort vorne bringe ich Sie und dann zeige ich Ihnen das Gebäude. Und ja, das war ein Gebäude mit so einer großen Freitreppe. Habe ich gesagt, vielen Dank, ich habe mir nichts dabei gedacht, bin dann dahin, die Treppe hoch. Die Tür klemmt ein bisschen, naja, ich bin 1,90 und relativ stabil gebaut und habe dann mit der Schulter die Tür leicht aufgedrückt. Da stand ich in einem freien Raum und aus einem Glaskasten schoss ein Uniformierter und brüllte mich an. Das Brüllen kannte ich irgendwoher, dann habe ich zurückgebrüllt und haben wir erst mal ein paar Minuten uns gegenseitig angebrüllt. Dann habe ich mein Anliegen vorgetragen, ganz höflich, und dann sagte er, ja, das wäre nun der offizielle Eingang nur für besondere Anlässe, sage ich, das wusste ich doch nicht, stand nicht dran. Und dann musste ich dann rechts um das Gebäude rum in einen Kellerraum. Und da saßen dann schon zahlreiche DDR-Bürger,
die auch Visa-Angelegenheiten, Ausreisen und was weiß ich. Und da hatte sich schon rumgesprochen, dass die Tür gesprengt hatte. Also alle grinsten sich da ein und ich war nicht erfolgreich. Selbstverständlich nicht. Nach dem Akt bin ich dann mit meinen Reisepässen wieder zurückgefahren. Aber das war so ein erstes Erlebnis in Heiligenstadt.